Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es diesen in der Blue und in der Black Edition. Näheres hierzu könnt ihr der Kanalbeschreibung entnehmen. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch bitten, uns mit einem Like und einem Abonnement zu unterstützen. Auf diesem Wege wird es uns möglich sein, euch auch weiterhin regelmäßig mit Klassikern und neuen Stücken diverser Rundfunkanstalten zu unterhalten. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute Nacht steht ein Kriminalstück des 1931 geborenen vielseitigen Autors Hans Nerth auf dem Programm, das er selbst 1975 beim Sender Freies Berlin inszeniert hat, noch in gediegenem Mono. Die Hauptrolle besetzte er mit dem Film- und Bühnenstar Karl Radatz. Und auch in den Nebenrollen sind einige der bekanntesten Stimmen zu hören, wie die von Harry Wüstenhagen, Henning Schlüter, Friedrich W. Bauschulte, Gerd Duvner und Rolf Schult. Mordgespinst von Hans Nerth. Ja? Das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen ist kopiert, Herr Doktor. Soll ich es an die Nebenkläger verschicken? Schieben Sie es doch morgen irgendwann zwischen. Viel wichtiger wäre mir ein Protokoll der Aussagen von diesem Dolberg. Alfred Dolberg, Zuhälter der Karin Schmigula. Ist gerade getippt, 11 Seiten ohne die Zwischenfragen des Staatsanwalts. Da legen Sie eine Kopie in die Signaturmappe. Ich glaube, ich brauche sie heute nicht mehr, Fräulein Hansen. Danke, Herr Doktor. Und einen recht schönen Abend noch. Grüßen Sie bitte auch Ihre Frau. Wird's ausrichten. Dass Sie immer noch hier sind, Doktor? An solch einem Tag? Nun fangen Sie nicht auch noch an, Ringmeister. Es ist ein Tag wie jeder andere. Die Frauen machen was Besonderes draus. Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn man 25 Jahre Ehe auf dem Buckel hat, wird man noch ein bisschen nachdenklich, oder? Besser nicht. Darum habe ich mir diesen Beruf hier ausgesucht. Man kommt nicht mehr zum Nachdenken. Wie war eigentlich Ihr Termin? Sachenbusserkern geplatzt? Ah. Vertagt auf Antrag des Staatsanwalts Wiedereintritt in die Zeugenvernehmung. Ein Teil des verschwundenen Schmucks soll gestern am Bahnhofsplatz aufgetaucht sein. Ist da ein Ausländer mit drin? Und bisher nicht. Ein gewisser Adolf Hühnemann, genannt das Hühnchen. Sieh einer an. Den gibt's noch? Ja, Sie kennen ihn? Ach, Hühnchens krumme Dinger füllen sich ein paar Aktenordner in unserer Kellerablage. Damals, als Sie noch in kurzen Hosen liefen, stand im Zenit seiner Karriere. Stadtberühmter Hehler, der Alibis in der Tasche trug, wie andere Leute, abgefahrene Straßenbahnfahrscheine. Trinken Sie einen mit? An diesem Tag? Ja, aber nur einen. Ah, bitte. Wenn Sie denken können, dass meine Frau mich erwartet. Die besinnliche halbe Stunde vor dem Trubel mit Freunden und Verwandten, Glückwünschen vom Meter. Aber das geht auch vorbei, wie alles im Leben, Bullsein. Auf Ihr ganz spezielles, Herr Kollege. Sagen Sie mal, eins würde mich interessieren, ohne Ihnen so nahe treten zu wollen. Haben Sie früher auch schon so gedacht, so defätistisch, meine ich? Oder ist es mit den Jahren, mit den Prozessen erst gekommen? Mein lieber Ringmeister, ich will Ihnen mal was verraten. Ja, gehen Sie nochmal ein. Ja. Strafverteidiger. Wird man mit seinem ersten lausigen Fall oder man wird es nie? Ein Credo, verstehen Sie? Ja. Entweder man kann mit den Typen, die dann noch ein Leben lang das Sprechzimmer bevölkern, oder man bewirbt sich besser gleich für einen Posten als Justiziar bei der Kabelfabrik für 3 Mille monatlich. Na, ich weiß nicht. Ja, aber ich wusste es. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich wusste, es wird kein Zuckerschlecken, aber ich stehe es durch. Dabei war mein allererster Fall eine ziemlich hoffnungslose Kiste. Keiner der großen Kollegen wollte sich die Finger dran einklemmen. Naja, heute verstehe ich sowas. Ziemlich viel Mief, der dabei aufgewirbelt wurde. Sowas lässt man dem Nachwuchs. Sporen verdienen und so. Tja, Prost dann. Auf Ihren geglückten Einstandsprozess. Nee, alles andere als geglückt. Dazu war die Sache zu verkorkst. Ein ziemlicher Anachronismus in dieser Zeit. Giftmord. Aha. Seltsam, dass wir noch nie darüber gesprochen haben. Ich bekleckerte mich ja auch nicht gerade mit Ruhm, wie Sie sich denken können. Benahm mich ziemlich linkisch. Hätte in die Lücke im Polizeibericht prügeln müssen. Ah, ich bin überzeugt, Sie haben sich wacker gehalten, trotz Ihrer Unerfahrenheit.
Er hat sich wacker gehalten, dieser Opitz. Hermann Opitz. Angestellter in einer Drogerie, wo man an allerhand herankommt. Schmächtiges Männchen mit Stahlbrille. Hab später ganz andere Typen zusammenknacken sehen, wie morsche Weiden. Aber Opitz wankte und zitterte nicht bis zum Schluss. Und vielleicht war er wirklich unschuldig. Seiner Frau, Hypochonder, mit eingebildeten Wehwehchen hier und da, kein Arzt, der es ihr recht machen konnte, kein Sanatorium, das Linderung verschaffte, nichts passte ihr in der Welt, keine Lust mehr zum Leben, der griff zum Zyankali. Ja, verstehe. In solchen Fällen ist natürlich eine Glückssache, ob man einen Mandanten freikriegt oder nicht. Geschicklichkeit, nicht Glückssache, mein Lieber. Ich hätte die Zeugen der Anklage herannehmen sollen, die da auf irgendwelchen ehelichen Unstimmigkeiten rumretten. Streit und straßenweit bekannte Eifersuchtsszenen. Herrgott, sowas ist doch nichts Außergewöhnliches. Krach gibt's in jeder Ehe. Deshalb bringt man sich doch nicht gleich um. Und er? Wie hat er das Urteil aufgenommen? Bemerkenswert gefasst, wenn ich heute zurückdenke. Ja, Opitz schien darüber in keiner Weise überrascht oder verbittert zu sein, dass es mir nicht gelungen war, ihn vor dem Schuldspruch zu bewahren. Seine größte Sorge war seine Insolvenz. Die diversen Krankheiten seiner Frau waren ihm mächtig aufs Konto gegangen. Er hatte nichts, um mir das Honorar zu zahlen, nur ein paar Flaschen Curaçao, die er aus den Regalen der Drogerie beiseite gestellt hatte, als es schon nicht mehr drauf ankam. Die durfte ich ihm einfach nicht abschlagen. Trostpreis, Merkposten an meinen ersten Prozess. Ja und? Haben Sie die noch? Wiedergefunden. Zumindest eine davon, beim Umzug, mein neues Haus. Sie war in irgendeine Kiste geraten. Eine Frau entdeckte sie und beschloss, dass wir sie aufheben sollten als Jubiläumsflasche zu einem Jubiläumsanlass. Heute vielleicht. Zur Silberhochzeit das Präsent eines Giftmörders? Das war natürlich komisch, Ringmeister. Los, los, schenken Sie nochmal nach. Ja, bitte. Ich bin überzeugt, der Mann hat es ehrlich gemeint. War alles andere als der klassische Killer. Nur irgend so ein unglücklicher Typ, der immer Pech hatte. Der bloß was anzufassen braucht, schon fällt's ihm aus der Hand. Denn im Nachhinein halte ich ihn nicht für so beschränkt, dass ihm nichts Besseres eingefallen sein sollte als ordinäres Zyankali aus seinem eigenen Giftschrank. Sie meinen, ein Gift, das weniger leicht zu analysieren ist. Hätte ihm denn etwas Handelsunübliches einen Freispruch eingetragen? Sie haben recht. Es ist nicht nur die Wahl des Mittels, auf die Begleitumstände kommt es an. Wie man sowas aufzieht. Ich wette, unser einer, nach all den Jahren Praxis, der wüsste schon. Ist doch komisch, dass sich selbst bei einem Verteidiger von Ihrem Rang die Idee von perfekten Mord festgesetzt hat. Nicht perfekt. Eher würde ich ihn den unbeweisbaren Mord nennen. Mal angenommen, ich hätte was Ähnliches vor wie dieser Opitz. Na, Dr. Wüßler, ich glaube, wir sollten jetzt doch lieber Schluss machen. Nur eine Hypothese, nichts weiter. Angenommen, ja. Ich hätte die Absicht, meine Frau loszuwerden. Für immer. Nach meiner Berufserfahrung fallen erst einmal eine ganze Reihe von Mitteln wegen viel zu hoher Risiken aus. Erschießen, erstechen, erwürgen. Also wenn man Sie so hört, scheinen Sie sich ja schon gründlich mit der Möglichkeit beschäftigt zu haben. Oh, Sandkastenspiel meinetwegen. Ja? Ohne bestimmte Zeitpunkte oder Personen einzusetzen. Man kriegt diese halb im Affekt begangenen, diese stümperhaften Delikte satt, die Woche für Woche über den Schreibtisch laufen. Gestern wieder. Karin Schmigula, 24, Prostituierte, lebt mit ihrem Beschützer zusammen und wird von ihm nach Kräften ausgenommen, will sich endlich lösen, da findet man sie auf der Kellertreppe. Scheinbarer Unfall, nur, dass ihr Schädel Frakturen aufweist, die bei einem Sturz über 10 Stufen gar nicht auftreten können. Ja, verstehe schon. Sie machen sich Gedanken. Aber was? Die Gedanken kommen zu einem. Ob man sie ruft oder nicht. Noch 20 Jahre Praxis und Ihnen geht es genauso. Sie sprechen mit einem Mandanten, gehen sein polizeiliches Geständnis durch und denken, der Idiot. Ganz ungeachtet aller sonstigen Gesichtspunkte, Ethik und so. Dafür wird man als Strafverteidiger nicht gerufen und auch nicht bezahlt. Tja, tut mir leid, aber mir scheint das doch eine reichlich abgeflachte
schematische Sicht der Dinge zu sein. Und Ihr Plädoyer für diese Räuberbande von 20-Jährigen neulich? Wie nannten Sie sie doch gleich? Rockhoffs Rachehunde. Aber, Herr Kollege, ich meinte es ernst. Bei diesen milieugeschädigten Tätern im Übergangsalter besteht immerhin noch eine gewisse Hoffnung, dass sie später in ein geordnetes Leben zurückfinden. Und bis sich diese Hoffnung eventuell erfüllt, haben die noch ein paar weitere harmlose Spaziergänger zu Krüppeln geschlagen, eine Rentnerin kaltblütig umgelegt. Nein, aber nein, mein Lieber, nein, Verbrechen ist Verbrechen. Machen wir uns nichts vor. Gerade weil uns unser Beruf Tag für Tag den zweifelhaften Umgang mit Tätern der unterschiedlichsten Art aus unterschiedlichster Motivierung beschert, merken wir doch am ehesten, wie schmal die Barriere ist zwischen den tumpen Toren und den Artisten auf ihrem Gebiet. Und selber womöglich. Jemand wäre ich nicht im geringsten erstaunt, wenn jemand aus meinem Bekanntenkreis sich als heimlicher Gewalttäter entpuppte, der regelmäßig vor Ultimo Bankfilialen überfällt. Na. Sie zum Beispiel. Oder ich. Ach. Wenn ich eine Garantie dafür eingehen sollte, dass ich nie und unter keinen Umständen einen Betrug begehen, niemals meine Frau umbringen werde, streng genommen könnte ich nur versichern, dass ich dabei klüger zu Werke gehen würde als dieser Opitz. Unauffälliger. Überzeugender. Ja, das ist eine komische Vorstellung. Ausgerechnet an solch einem Tag. Der beste Tag. Die beste Gelegenheit, die man sich denken kann. Weil jeder genauso reagieren würde wie Sie jetzt eben, Ringmeister. Gerade am Silberhochzeitstag. Und gestern abends die Vorbereitungen fast abgeschlossen. Auch die Jubiläumsreise auf die Bahamas längst vorgebucht. Ich muss Ihnen sagen, es gibt gar kein anderes Datum als dieses. Wenn ich so etwas vorhätte. Aber lieber Kollege, Sie werden nicht abstreiten können, das Ganze ist eine reichlich zynische Konstruktion. Morgen früh im nüchternen Zustand... Meinen Sie, ich bin etwa betrunken von den paar Gläschen? Ja, sicher nicht betrunken, nur hapert es hinten und vorn bei Ihrer Konstruktion. Das Motiv für eine Tötungsabsicht etwa. Sie hätten doch finanziell nicht den geringsten Vorteil zu erwarten. Ja, sind Sie so sicher? Ja, und dann die Ausführung, die Art des Mordes. Gift natürlich, ordinäres Kaliumcyanid. Aber gerade, weil es außer Mode gekommen ist, man so etwas höchstens einer Frau noch zutraut. Vor allem aber, weil man es so viel besser machen könnte als dieser Opitz. Immerhin müsste man das auserwählte Opfer auf unverfängliche Weise dazu bringen, Gift einzunehmen. Zu einem bestimmten, als vorteilhaft anzusehenden Zeitpunkt. Heute Nachmittag natürlich. Kurz vor meiner Heimkehr ist es entdeckt worden. Das alte Fräulein Ursel, das meiner Frau bei besonderen Anlässen noch zur Hand geht, wird einkaufen gewesen sein, kommt zurück und da liegt sie, meine liebe Juliane, halb in der Dielentür. Die alte Ursel lässt ihr prall gefülltes Einkaufsnetz fallen, rennt los, holt Dr. Engels aus seiner Praxis, zweites Nachbarhaus. Widerwillig kommt er, hält die alte Ursel für nicht ganz normal. Sein Wartezimmer um diese Stunde in gut bürgerlicher Gegend ist überfüllt. Naja, aber er kommt. Lassen wir ihn kommen. Dann sein bestürztes Gesicht. Denn schließlich war ihm Juliane nicht ganz gleichgültig seit ihrer gemeinsamen Zeit im Tennisclub. Er weiß auch sofort Bescheid. Braucht ihr gar nicht mehr den Puls zu fühlen. Fragt nach dem Telefon. Obwohl er ganz gut in Erinnerung haben müsste, wo in unserer Wohnung der Apparat steht. Ruft die Polizei. Zuerst ein Funkwagen, dann Kripo, Arzt und Fotograf, Beamte der Spurensicherung, Leute sammeln sich an. Gaffer blinzeln durch den Zaun, aber durchaus nicht, um das Spektakel einer Silberhochzeit in Abendkleid und Smoking zu bestaunen. Herr Dr. Missler. Das bin ich. Sagen Sie mal, was ist denn los hier? Wie kommen Sie dazu, in meinem Haus? Kriminalhauptkommissar Wittstock von der Mordkommission. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Natürlich. Ich verstehe noch immer nicht. Ist was passiert? Bitte, wenn Sie vorangehen wollen. Sie kennen sich ja besser aus. Juliane! Wo ist sie? Gleich, Herr Dr. Müssler. Nur eine Auskunft. Wann haben Sie Ihre Frau zum letzten Mal gesehen? Aber ist doch nicht möglich. Herr Kommissar, ich bitte Sie. Gift. Ein ziemlich rasch wirkendes.
Sie ist nicht einmal bis zur Haustür gekommen, lag neben dem Schirmständer in der Diele. Hat man denn auch alles versucht? Ich meine, bei den heutigen Möglichkeiten der Medizin... Gegen Exitus versagen die bekannten therapeutischen Mittel. Wann also sahen Sie Ihre Frau zum letzten Mal? Morgens natürlich, bevor ich ins Büro fuhr. Genau? 9. 8:45 verlasse ich für gewöhnlich das Haus. Diesmal trug sie mir auf, ein paar Flaschen Shampoos mitzubringen, den es hier draußen nicht gibt, für unsere Silberhochzeitsfeier. In 3 Stunden um 8 beginnt nämlich unsere Silberhochzeitsfeier für ein paar Freunde, Berufskollegen. Meine Frau hat sich wahnsinnig darauf gefreut, das kalte Buffet selber anzurichten. Nicht immer diese Eintönigkeiten von den großen Küchen. Tut mir leid, Herr Doktor. Na ja, schon gut, schon gut. Sie können ja auch nichts dafür. Ist nur mit mir durchgegangen. Obwohl ich in meiner langen Praxis so manches erlebt habe. Darf mir doch eingießen. Mögen Sie auch? Bitte nichts anrühren. Wir sind mit unseren Untersuchungen noch nicht am Ende. Vor allen Dingen wissen wir nicht genau, womit sich Ihre Frau vergiftet hat. Also, haben Sie immerhin schon eine gewisse Vorstellung? Ein Aperitivglas stand auf dem Teetischchen in der Erkernische. Um genau zu sein, wurden 2 Gläser benutzt. 2 Gläser? Nur war offensichtlich aus jedem etwas anderes getrunken worden. Aber darüber wird unser Labor schnell Bescheid geben können. Sie erinnern sich jedenfalls genau, dass Sie zwischendurch am Tage nicht noch einmal hier vorbeikamen? Auf dem Wege von einem Gerichtstermin zu Ihrem Büro vielleicht? Freitag, Kommissar, ausgerechnet an einem Freitag? Telefoniert? Haben Sie heute mit Ihrer Frau nicht wenigstens telefoniert? Sie rief mich an. Waren Sie... Noch vor der Mittagspause muss das gewesen sein. Wegen Lachs. Ich soll da 1 Pfund frischen Räucherlachs mitbringen. Sonst noch? Gegen 2. Ich hatte gerade mit Ringmeister, das ist mein Kompagnon, unser weiteres Vorgehen im Falle Moser abgesprochen. Er saß wie auf Kohlen, hatte Termin. Da wurde mir das Gespräch in sein Büro umgelegt. Wieder Ihre Frau? Sie schien ziemlich nervös zu sein, hatte Angst, mit ihren Vorbereitungen nicht rechtzeitig fertig zu werden. Und er mahnte mich auf gar keinen Fall, zu spät zu kommen. Ich sollte lieber 1 paar Flaschen mehr als zu wenig mitbringen. Mir war eingefallen, noch 1 paar Freunde dazu zu laden. Besonders gute Freunde, vermutlich. Als ob Juliane jemals gute Freunde gehabt hätte. Als ob einer freiwillig ihre Art, ihre präpotente Art ertragen hätte. Freunde. Das waren bei ihr doch immer nur Prunkstücke, wichtige Persönlichkeiten zum Vorzeigen, Leute, die eventuell imstande waren, einen gesellschaftlich weiterzubringen, Sprossen auf der Leiter eines allgemein verbürgten Renommees. Mein Beileid, Walter. Wirklich. Kann ich gar nicht sagen, wie betroffen ich war, als ich hörte. Na schon gut, Bruno. Ich glaube, wir reden jetzt besser nicht mehr darüber. Selbstverständlich, Walter. Nur, du erinnerst dich vielleicht, mit Juliane hatte ich abgesprochen, dass wir in der 2. Augusthälfte eventuell in eurem Ferienhaus in Kampen... Wenn es so vereinbart war, bleibt es dabei, das ist doch gar keine Frage. Damals deutete ich auch an, ich könnte bei der Vorstandssitzung der Prolongia für dich vielleicht ein Wort einlegen, wenn zum Ultimo der Beratervertrag des alten Hönig ausläuft. Aber Bruno, das ist doch wirklich nicht nötig. Vor allem jetzt. Oh, Juliane. Abgemacht ist abgemacht, Walter. Auch ihr bin ich das schuldig. Fabelhafte Frau. Bis zuletzt. Nach der Opernpremiere von Falstaff neulich, als wir uns zufällig trafen, werde ich nie vergessen, wie heiter und aufgeräumt sie war. Kein Mensch ahnte, was sie litt. Litt? Sie muss Fürchterliches durchgemacht haben, Walter. Nicht jeder hat die innere Größe, ein Urteil der Mediziner mit solcher Gelassenheit hinzunehmen. Seinem Schicksal in die Augen zu sehen und dann eine Konsequenz zu ziehen, die selbst bei den klassischen Völkern nur höchste Bewunderung hervorgerufen hätte. Na bitte. Läuft doch alles bestens. Der legendäre Schierlingsbecher. Selbstmord. Immer nur zu, wenn's jemand glaubt, wenn es gewünscht wird, zur Imagekorrektur. Juliane und Selbstmord. Die personifizierte Lebensgier und ein freiwilliger Abgang. Aber nehmen wir mal an, es war so. Sie hatte ein Leiden, von dem niemand etwas Genaues wusste. Schlussporte, theatralisch, wie ihr ganzes Leben.
Auch am 19. Juni oder am 26. November hätte sie es einrichten können. Tage, an denen nicht das Mindeste los war. Keine Besucher ins Haus standen, kein Aufsehen, kein Eklat. Aber ausgerechnet dieses Datum musste es ja sein. Für alle, die sie kannten, vollkommen plausibel. Bis auf ein oder zwei Umstände, die sich in das Bild von Selbstmord nicht recht fügen wollen, Herr Dr. Müßler. Dieser Badeunfall Ihrer Frau im letzten Sommer zum Beispiel, bei dem Sie gemeinsam von der Mole losschwammen, in die Fahrrinne der Ausflugsdampfer gerieten, obwohl der Strandmeister Sie mehrmals über Megafon zu warnen versuchte? À la bonne, Herr Kommissar. Sie scheinen ja schon ziemlich weit vorangekommen zu sein, bis zu diesem ominösen Strandmeister. Routine, weiter nichts. Allein, um uns gegen den Vorwurf lässiger Recherchen von Seiten der Lokalpresse abzusichern. Oh, Lokalpresse, pappalapapp! Die Staatsanwaltschaft setzt Sie unter Druck, mein Lieber. Ein paar gelangweilte Beamte mit Planstelle, Rentenanspruch, Gehaltszulage wittern ein Prickel. Eine mittlere Sensation gratis. Wie war das also? Schwammen Sie öfter so weit ins offene Wasser hinaus, trotz einwandfrei ermittelter Herzinsuffizienz bei Ihrer Frau? Aber sie war es doch, die drängte, der jedes Schwimmbecken zu klein war, als ehemaliger Sportlehrerin. Noch in den ersten Jahren nach unserer Heirat stellte sie Rekorde auf, holte sich Medaillen. Bis zu ihrer Fehlgeburt. Den nachfolgenden Erschöpfungszuständen. Das wissen Sie auch schon? Dr. Engels, Ihr Hausarzt, erwähnte es beiläufig. Ein Farbtupfer im weit gespannten Ehepanorama, ziemlich verblichen, fast bedeutungslos schon. Sofern sich die Kinderlosigkeit Ihrer Verbindung in den Folgejahren nicht nachteilig auf Ihre häuslichen Verhältnisse ausgewirkt haben sollte. Herr Kommissar, ich muss doch sehr bitten. Meine häuslichen Verhältnisse. Was wissen Sie schon von meinen häuslichen Verhältnissen? Zugegeben. Noch wenig. Immerhin besteht Hoffnung, dass wir bald Fortschritte machen werden. Was? Klappern gehört zum Geschäft. Auch bei Schnüfflern, die nichts weiter gelernt haben als nachgraben. Steinchen ausgraben, Mosaiksteinchen für ein leidlich spannendes Puzzle. Dafür auch noch bezahlt werden. Steinchenträger, emsige Zellenbauer, Klinker auf Klinker. Mal ein Sandstein dazwischen, mal ein Granitbrocken zur statischen Absicherung der brüchigen Schuldkonstruktion. Ihre Perspektive, Kollege? Sicher auch menschlich verständlich, das alles. Scheußlich, in sowas reinzugeraten, ohne die Möglichkeit einer raschen Rehabilitierung. Der Vorstand ist also der Meinung, ich hätte mich von einem höchstwagen, unausgesprochenen Vorwurf freizuwaschen. Selbst wenn es niemandem gelänge, mir auch nur halbwegs stichhaltig eine Schuldhaftigkeit nachzuweisen. Verstehen Sie doch, uns geht es nicht um juristische Normen. Allerwelts Schuldbegriffe versagen in der verschärften ideologischen Auseinandersetzung, der sich unser Traditionsverband zunehmend ausgesetzt sieht. Um der Gegenseite keine Handhabe zu geben, müssen wir notgedrungen extrem hohe Anforderungen an jedes einzelne Mitglied... Austritt! Sie erwarten meinen Austritt. Das ist es. So weit würde ich im Augenblick noch nicht gehen, lieber Kollege Müßler. Ich könnte mir aber denken, dass unser Vorstand eine Ehrenerklärung Ihrerseits mit Befriedigung zur Kenntnis nehmen würde. Wenn Sie darüber hinaus bis zur völligen Einstellung des Verfahrens Ihre Clubmitgliedschaft ruhen ließen... Und wenn nicht? Wenn ich gar nicht daran denke, solche erbärmliche Leisetreterei mitzumachen? Natürlich kann Sie niemand zwingen, Dr. Müßler. Doch bin ich überzeugt, dass Sie sich letzten Endes der Einsicht nicht verschließen werden, unsere weithin geachtete Freundesvereinigung müsste unter einem Skandal, wie er sich immer stärker abzuzeichnen beginnt. Skandal? Meinen Sie diese lächerlichen Kombinationen eines übereifrigen Westentaschen-Sherlock Holmes? Ich meine die zunehmende Beweiskraft der Indizien. Lückenlos beinahe fügt sich eins ans andere. Kaum hätte es noch des Briefes Ihrer Frau bedurft. Brief von Juliane? Sie soll einen Brief geschrieben haben? Kann ich mir bei der Höhe Ihrer privaten Telefonrechnungen wirklich nicht vorstellen. Vor gut 5 Wochen, Mitte Mai, vertraute sie sich ihrer Mutter an, äußerte Besorgnis, ja, eine wachsende Furcht vor ihnen, und deutete an, dass ihr in Kürze etwas peinlich Schreckliches zustoßen könne. So steht es hier. Peinlich Schreckliches. Das wird ja immer schöner. Und die Alte hatte nichts Eiligeres zu tun, als diesen Wisch, geschrieben in einer momentanen depressiven Stimmung, wie sie einen jeden von uns mal beschleicht, an die Öffentlichkeit zu zerren? Hören Sie, das muss verhindert werden. Diesen einen Gefallen werden Sie mir als langjährigen Mitglied nicht abschlagen können. Den Brief, dem ja sowieso jeder objektive Wert fehlt, als nicht existent zu betrachten, ihn einfach verschwinden zu lassen, Bedauere, Herr Dr. Müßler. Die alte Dame schickt ihn gar nicht an uns.
Wir erhielten eine Fotokopie mit der Bitte um Kenntnisnahme von den Ermittlungsbehörden. Wohin? Kammergericht. Über Stadtring oder Fichtestraße Goethepark? Lieber außenrum. Haben Sie lange nicht mehr gefahren, Herr Doktor. Manchmal liest man ja was, aber die Kriminalreportagen sind auch nicht mehr, was sie waren. Interessanter Fall diesmal? Eine Standortfrage. Ob man im Schlaglicht steht oder ein bisschen weiter ab. Sie zum Beispiel. Was würden Sie sagen zu einem, der versucht, seine Frau loszuwerden? Mit Gift. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein ausgewachsener Mann in heutiger Zeit Gift... Also was würde ein normaler Mann Ihrer Meinung nach benutzen? Naja, schon wer sowas denkt, ist kein normaler Mann, Herr Doktor. Lassen wir diese Frage vorläufig offen. Vorausgesetzt, Sie hätten die Absicht, jemand, der Ihnen nahesteht, wie Ihre Frau, mit dem kleinstmöglichen persönlichen Aufwand zu beseitigen. Aber ich bin doch froh, dass ich Sie gefunden habe, auch wenn es für manche komisch klingt. Meine Ehe ist in Ordnung, wir verstehen uns prima. Denkbar immerhin, dass Sie an die Falsche geraten wären. Ehe man es bemerkt, ist es zu spät, läuft der Karren schief, multiplizieren sich Spannungen zu einer Katastrophe. Ach was, heute kriegt doch jeder eine Scheidung, wenn er will. Wenn beide wollen. Außerdem vergessen Sie den normalen Gefühlsumschwung von Leidenschaft in Hass. Immer verlustreichere Schlachten, hinterspiegelglatter Ehefassade, wachsende Unaufrichtigkeit, ja Heimtücke. Das zwingt beinahe zur Suche nach einem gewaltsamen Ausweg. Kaschiert als Zufall. Man beginnt ein Unglück herbeizusehen, zu konstruieren, verstohlen zuerst, dann raffinierter, detaillierter, träumt von Dolch, Strangulation, Elektroschock. Wenn man Sie so reden hört, Herr Doktor, müsste es alljährlich eine 500.000 gemeuchelter Eheleute geben. Ja, gibt's die denn etwa nicht? Morden wir nicht alle unsere Nächsten Tag für Tag durch Rücksichtslosigkeit, Egoismus, Hartherzigkeit? Hätten nicht längst Sondergerichte gegründet werden müssen zur Aburteilung all der Tausende, die ihre Partner bewusst oder unbewusst jedoch höchst systematisch zu Tode gequält haben? Und sind nicht solche dosierten Torturen viel unmenschlicher als ein Spritzer Kaliumcyanid? Also plädieren Sie auf Freispruch? Aber diesmal nicht Freispruch aus Routine, sondern als Belohnung für den Mut, eine landläufige Verlogenheit abzustreifen. Die Prise in den Morgenkaffee zu bringen. Auch noch Morgenkaffee. Dabei sitzen mit versteinertem Gesicht, die Zeitung lesen, übers Wetter plaudern. Gegenvorschlag? Überhaupt kein Vorschlag, Herr Doktor. Ich liebe meine Frau. Die Gelegenheit einer turbulenten Familienfeier. Wie wäre es damit? Opas Geburtstag, wo man unauffällig ein bestimmtes Glas präparieren könnte. Ihr auch noch zuposten müssen. Mit Ansehen, wie sie es an die Lippen hebt? Recht haben Sie. Kein Mensch weiß im Voraus, ob er in solcher Ausnahmesituation die Nervenstärke hätte, sich nicht durch Unbedachtsamkeiten zu verraten. Dann schon lieber das klassische vergiftete Stück Kuchen. Pralinen. Nachmittags nimmt sie öfter ein paar Pralinen oder ein bisschen Schokolade. Na vorzüglich. Das Gift injizieren. Sind Sie Diabetiker? Nein, aber ich habe ein Spritzbesteck in meinem Verbandskasten. Lassen Sie uns an mögliche Zwischenfälle denken. Eine Freundin kommt zu Besuch, der ihrer Frau etwas anbieten möchte. Dann darf eben bloß noch eine Praline in der Packung sein. Aber gerade diese letzte würde doch jeder seinem Gast aufdrängen. Also dann... Dabei sein, persönlich die Dinge auf den Weg bringen, indem man eine frische Bonbonniere schenkt und das präparierte Konfektstück besonders empfiehlt, sodass sie gar nicht anders kann als zugreifen. Während man selber ein ganz gewöhnliches... Stück Nougat wählt. Heiliger Strohsack! Da hätte ich den auf die Stoßstange genommen. Aufgepasst, Mann! Nicht alles dem Zufall überlassen bei so hohem Einsatz. Ist doch egal, ob Sie im entscheidenden Augenblick durchdrehen. Niemand wird davon erfahren. Vorausgesetzt, Ihre Frau bleibt stumm. Sie wird doch stumm bleiben. Schreien wird sie. Wird sie anklagen mit letzter Kraft. Das ist ganz natürlich. Sie wird um Hilfe rufen. Versuchen, um Hilfe zu rufen. Aber das Kaliumcyanid ist schneller. Glauben Sie. Bis zur Tür kommt sie gerade noch. Da, beim Schirmständer. Unter der Flurgarderobe. Aus. Grauenhaft. Mit was für Leuten Sie zu tun haben, Doktor? Ehrlich, für mich wäre das kein Job. Nicht für eine Million möchte ich mit Ihnen tauschen.
was er nicht ausspricht, was keiner ausspricht. Alle nur denken. Der Beruf verschleißt den Menschen. Anstreicher haben Blei in den Adern, Bergleute ihre Staublungen und Strafverteidiger dafür Löcher im Gewissen. Die Säure ist der ständige Umgang mit Verbrechern für die moralische Innenausstattung. 2 Dutzend leidenschaftliche Plädoyers für räuberische Erpresser und man ist bereit, jede Schufterei als Kavaliersdelikt einzustufen. Mörder als Kundschaft. Wieder und wieder das ganze menschliche, allzu menschliche Primborium drumrum. Da glauben Sie natürlich, man könnte sie angesteckt haben. Könnte selber nach der bequemen, todsicheren Ampulle schielen. Der Flasche. Flasche? Laboranalysen ergaben einen starken Cyanidgehalt in der Flasche Curaçao, von der Ihre Frau am Nachmittag ihres Todestages trank. Aber das ist doch ganz unmöglich, Kommissar. Ursprünglich waren es doch 2 Flaschen, die Opitz mir damals schenkte. Eine tranken wir sofort, um den Kummer über den verlorenen Prozess wegzuspülen. Gemeinsam mit meiner Frau trank ich sie und nichts geschah. Weshalb ließen Sie Ihre Frau diesmal allein trinken? Begnügten sich mit einem Glas Mineralwasser, das Sie nicht einmal anrührten? Auch Blöffen will gelernt sein, Kommissar. Oder haben Sie jemanden im Ärmel, der mich zur fraglichen Zeit in der Nähe meines Hauses gesehen haben will? Zugegeben, unsere Erkundigungen bei den Anwohnern gestalten sich schwieriger als erwartet. Und die Kanüle, mit der das Gift höchstwahrscheinlich durch den Korken in die Flasche gespritzt worden ist, damit der beschädigte Verschluss meiner Frau beim Öffnen nicht auffiel? Ah ja, interessanter Punkt, auf den Sie mich da bringen. Der Korken der Curaçao-Flasche war nämlich nirgends mehr zu finden, obwohl die Spurensicherung im Salon wie im ganzen übrigen Haus gründlich vorgenommen wurde. Daran ließe sich eine frappierende Theorie knüpfen, etwa, dass die Ermordete noch beim Öffnen der Flasche vorhatte, einen Schankverschluss aufzustecken. Während sie sich umwandte und danach suchte, ließ ihr Mörder den Originalkorken verschwinden. Für den flüchtigen Betrachter eine beinahe unsinnige Tat, die dem Täter überhaupt keine Begünstigung verschaffte. Setzt man jedoch voraus, dass er sich eine stabile Rückzugsposition für den Fall der Fälle schaffen wollte, so ergibt sich als Konsequenz, am Korken hätte mühelos und unwiderruflich nachgewiesen werden können, ob die Flasche erst in allerletzter Zeit oder schon vor Jahren von ihrem ominösen Schenker mit Gift präpariert wurde. Halten wir fest. Erstens, Spurentilgung mit beträchtlicher Umsicht vorgenommen. Weist auf einen ebenso kaltblütigen, wie versierten, zumindest in der Kriminaltheorie versierten, Täter hin. Für mich undenkbar. Ein Mann von Walter Müßlers Format, seinem juristischen Überblick. Gerade dieser Überblick könnte möglicherweise das Fundament geliefert haben. Für ein Verbrechen mit dem Allerprimitivsten, was sich nur denken lässt? Zyankali wie Arsen haben bei ländlichem Erbschaftshader im 19., ach was, im 18. Jahrhundert noch eine Rolle gespielt. Für meinen Nachbarn Walter Müßler eine Beleidigung seines Intellekts, obwohl... Obwohl... Noch nichts, außer einer gewissen familiären Gereiztheit in den letzten Jahren. Materiell begründete Gereiztheit? Im weitesten Sinne. Denn Juliane, seine Frau, war es gewesen, die Müßler seinerzeit durch eine kleine Erbschaft sein Studium erst ermöglicht hatte. Und die ihm das nun immer wieder zu spüren gab, gelegentlich sogar in Gesellschaft. Mir persönlich erscheint es völlig undenkbar, dass er sich je von ihr aushalten ließ. Aber... wie das in den ersten Nachkriegsjahren war, man schlug sich eher schlecht als recht durchs Leben. Da bedeutete schon etwas, von einer halbvergessenen Tante ein Grundstück am Bodensee überschrieben zu bekommen, das man versilbern konnte. Vor Müßlers Hochzeit oder lieferte dieser finanzielle Zuschuss erst die Basis für eine Bindung? Keine Ahnung. Juliane erwähnte einmal, was ein Stück Land in dieser Lage mit freiem Ausblick auf die Insel Mainau und das Alpenpanorama inzwischen wert sein müsste. Welchen Rückhalt solch Besitz bedeutet. Ach, brauchte sie den Rückhalt? Weiblicher Komplex. Vielmehr ein hormonal bedingtes Unabhängigkeitsbedürfnis als Reaktion auf männliche Libertinage. Oder was man dafür nimmt. Abbauerscheinungen in jedem Fall.
Hier das Bestreben, sich aus der Vormundschaft des Verdieners zu lösen, dort ein instinktives Ausschauhalten nach marktgängiger Zerstreuung. Und der Name dieser marktgängigen Zerstreuung, Dr. Müslers, ist Ihnen nicht zufällig bekannt? Ich bin überzeugt, es war nie etwas Ernstes, Herr Kommissar. Juliane übertrieb sicher, wie das ihre Art war. Sie hat es falsch gesehen. Denn im Grunde ist Walter gar nicht der Typ für ein gequältes Hotelabenteuer, das solid Gewachsene hinzugeben. Ein Arbeitstier, verheiratet mit seinem Beruf. Das würde ich ihm bescheinigen. Unaufmerksamkeit, immer weniger Zeit fürs Private. Ich nehme an, trotz allem war von Trennung bei den Müslers nie die Rede gewesen? Keine Spur. Juliane hätte ein Scheitern ihrer Ehe öffentlich niemals eingestanden. Für sie waren Konventionen die Korsettstangen des Lebens, gewissermaßen. Könnte es dann nicht sein, dass gerade die störrische Haltung seiner Frau Dr. Müsler nach einem anderen Weg der Loslösung suchen ließ? Erinnern Sie sich bitte genau, gab es irgendwann ein Gespräch zwischen Ihnen, ein Gespräch unter Männern über Mord im Allgemeinen, historische Morde, die Wirkungsmöglichkeiten der konventionellen gegenüber modernen Toxinen vielleicht? Ich muss doch sehr bitten, Herr Hauptkommissar. Walter Müsler ist schließlich mein Freund. Der Biedere, der Gerissene, durch und durch verlogene Engels. Dr. Konrad Engels, Hausarzt, Seelendoktor von Juliane und was weiß ich noch alles. Aber dass es mir vor anderthalb Jahren zu bunt wurde mit seiner Fürsorglichkeit von Nachbar zu Nachbarin, hat er wohl zu erwähnen vergessen. Dass ich Juliane jeden weiteren Umgang mit ihm untersagte, sie veranlasste, aus ihrem gemeinsamen Tennisclub auszutreten. Ist ihm entfallen, hä? Und wenn sie sich über mein Verbot hinwegsetzten, wenn hinter meinem Rücken alles weiterging wie zuvor, das kleine Techtelmechtel und die nachfolgende größere Auseinandersetzung, vielleicht war es Juliane, die dem Engels Hausfreund und Glücksretter mit irgendwelchen Enthüllungen drohte. Vielleicht war er es, die an jenem Freitagnachmittag über den hinteren Siedlungsweg die zwei Grundstücke von seiner Praxis bis zu meinem Haus... Aussage des Dr. Engels, beglaubigtes Protokoll. In der Durchführung unmöglich, Herr Kommissar. Freitagnachmittags halte ich Sprechstunde und fast immer kommen gerade an diesem Tage mehr Patienten als gewöhnlich, weil sie sich für gründliche Untersuchungen am Wochenende leichter freimachen können. Nach meiner Kartei waren es diesmal 38. 38? Die kann man warten lassen. Die sind geduldig wie Schafe. Früher hat er sie zur Kaffeezeit immer warten lassen. Ist mal eine Viertelstunde raufgegangen, während seine Assistentin den Papierkram erledigte. Protokollaussage des Dr. Engels. 11 komplizierte Fälle, 2x erste Hilfe, Knöchelfraktur eines Arbeiters, dem eine Teertonne aufs Bein gerollt war. Ferner ein Verkehrsunfall, Gesichtsverletzungen und Pneumothorax. Na und? Eine Viertelstunde doch nur. In einer Viertelstunde kann einer fast ungesehen bis zu meinem Haus kommen und zurück. Da bleiben noch gut 10 Minuten für ein kleines Schwätzchen. Einen Drink. Den entscheidenden Drink. Aussage des Dr. Engels. Ich habe durchgearbeitet. Wollte so schnell wie möglich fertig werden, weil ich Konzertkarten für den Abend hatte. Natürlich kann ich den Raum irgendwann auch mal verlassen haben. Doch wird meine Mitarbeiterin bestätigen, dass ich die Praxis bis zu dem Hilferuf der alten Haushälterin von Müslers auf keinen Fall länger als 2 oder 3 Minuten... Und wenn sie mit ihm unter einer Decke steckt, die schnucklige Assistentin, freiwillig oder gekauft für eine unbedeutende, eine schwerwiegende Falschaussage? Nichts leichter als den Ereignissen im Nachhinein ihre gefährlichen Kanten abzuschleifen. Weniger als eine Lüge. Ein freundschaftliches Entgegenkommen doch nur. Aber sowas geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Wieso, Ratze? Habe ich dir denn die Hilfe verweigert in dieser Geschichte mit dem Kaufhauseinbruch? Mehr als einmal haben Sie mir geholfen, Herr Doktor. Ich werde das ja auch nie vergessen, aber... Was aber? Man wird mich vereidigen, Herr Doktor. Naja, ich kann doch nicht aussagen, dass Sie an diesem Freitagnachmittag... Aber mein lieber Ratz, ich darf dich doch wieder Ratze nennen, ne? Oder verträgt sich das mit deinem neuen Status als Würstchenhändler nicht? Bitte, Herr Doktor. Nehmen wir also an, ich wäre Freitag in besagter Zeit 4 Uhr, 4:45,
an deinem Stand vorbeigekommen, hätte gehalten, dich begrüßt, eine Thüringer Bratwurst bestellt. Da habe ich doch noch gar nicht auf, Herr Doktor. Ich mach nie vor 6 auf. Aber du warst eben schon in deiner Bude, bei der Inventur, so kurz vor dem 1., ne? Und weil da einige Schwierigkeiten mit dem Pachtvertrag aufgetreten waren, hast du dich an mich erinnert, riefst an. Und Ihre Sekretärin, Herr Doktor, naja, wenn die nun behauptet... Mittags telefonierten wir, da sind die Mädchen essen. Ich gehe immer selber an den Apparat. Freitag, Mittag, zwischen 1 und 2. Aber Herr Doktor, all das ist trotzdem unmöglich. Ich habe ja gar keine Schwierigkeiten mit meinem Pachtvertrag. Ich bin doch froh, dass ich keine habe. Vielleicht mit dem Gewerbeaufsichtsamt. Nein, nichts. Ich bin sauber seit 4 Jahren und ich habe mir geschworen, keine krummen Touren mehr zu reiten. Was glauben Sie, was der Umsteiger gekostet hat, bis unser einer so einen kleinen Laden aufzieht? Es will ihn dir doch niemand wegnehmen, Ratze. Im Gegenteil. Ich könnte mir vorstellen, dass du für die nächste Zeit noch diese oder jene Investition vorhast. Vielleicht einen größeren Kühlschrank oder eine Erweiterung der Verkaufsfläche. Herr Doktor. Also jedenfalls bin ich erstaunt, wie wenig Vertrauen du zu mir hast. 2-mal musste ich dich nach allen Regeln der Juristerei rausbauen. Und es war alles andere als leicht. Auch das 3. Mal hätte es geklappt. Hättest du dich nicht störrisch wie ein Esel angestellt. Entschuldigung, Herr Doktor, aber es ist nun mal so meine Art. Ein anderer wäre sicher besser geeignet. Geeignet? Wozu? Naja, was Sie vorhaben. Ach, überhaupt nichts habe ich vor, Ratze. Nur ziemlich viele Bluthunde im Rücken. Die kläffen schon zum Tätarätät der fröhlichen Hatz. Verstehst du? Zur Strecke bringen will man mich. Hat's auf mich abgesehen. Diesmal auf keinen anderen als mich. Aber Herr Doktor, Ihnen kann doch keiner was. Sie haben doch nichts getan. Hast du eine Ahnung, Ratze, was die alles können? Ein Staatsanwalt, der sich für alle ausgebliebenen Beförderungen rächen will, ein Untersuchungsrichter mit unzufriedener Familie daheim, der fixen Idee zu kurz gekommen zu sein im Leben und ein emsiges Bürschelchen von Polizist, der was erspäht hat, einen winzigen Spalt in den Zeitabläufen, gerade breit genug, den Finger reinzustecken, nachzubohren mit der ganzen Hand. Dann sagen Sie doch einfach, wie es gewesen ist, Herr Doktor. Selber haben Sie mir mal den Rat gegeben, die Macht der Wahrheit nicht zu unterschätzen. So, hab ich. Macht der Wahrheit. Wenn man in 25 Jahren Anwaltspraxis nichts gelernt hat, das eine wenigstens, die Wahrheit unfrisiert ist ein Besen, der nach allen und keiner Seite kehrt. Wahrheit ist eine Schrulle, ein wilder Ableger der Langeweile. Man kann sie nicht veredeln, schon gar nicht mit landläufiger Logik. Wahrheit ist so stupid einfältig, dass man sie ungeniert keinem auftischen kann. Nicht mal der Hungrigste frisst sie vom Teller, geschweige denn diese mäkligen Herren Geschworenen mit ihren hochgeschraubten Erwartungen einer juristischen Leckerei. Nein, meine Herren, Hausmannskost, mehr steht mir nicht zu Gebote. Eine ganz dumme Verknüpfung beiläufiger Begebenheiten. Oder glauben Sie im Ernst, ich hätte mir es von Anfang an vorgenommen, das mit Juliane? Halten Sie mich für einen Stümper, meine Herren? Ein Zufall, ein elender Zufall, aller menschlichen Betreuung entzogen. Sentimentalität, wenn Sie so wollen. Julianes Wunsch nach einer trauten Stunde unter Silberhochzeitern, ist denn das so unnatürlich? Zeugt es von gewachsener Abneigung, wenn ein vielbeschäftigter Mann sich mitten am Tage Zeit nimmt, um einen alten Vorsatz wahrzumachen, eine Jubiläumsflasche aus den Anfängen seiner Karriere zu köpfen? Natürlich hätte ich selber auch davon getrunken. Hab nichts gegen Süßes, nichts gegen Curaçao, ohne meinen Termin in Sachen Dolberg-Schmigula, der einen klaren Kopf verlangte. Das müssen Sie mir glauben, meine Herren. Ich schwöre es. Hab nichts davon gewusst. War doch selber am meisten davon entsetzt, als sie bleich wurde und sich aufrichtete, torkelte, wo ich alles so gut arrangiert hatte. Die Feier.
Und der Brillantring. Unsere Reise auf die Bahamas. Anfang August. Ja? Oh, Walter, du wolltest doch längst zu Hause sein. Hast du vergessen, dass um 8 die ersten Gäste kommen? Natürlich nicht, Juliane. Ich brauche den Lachs und der Champagner muss kaltgestellt werden. Ich werde alles noch besorgen, wie es dir versprochen hatte. Juliane? Ja? Ich freue mich so, deine Stimme zu hören. Sag mal, was ist mit dir? Walter, du hast doch nicht etwa wieder getrunken. Hast du vergessen, dass wir wenigstens eine Stunde für uns haben wollten, um gemeinsam die Flasche von damals... Das geht nicht, Juliane. Wirklich nicht. Nicht diese Flasche. Verstehe. Ich habe mich in all den Jahren an so vieles gewöhnen müssen, dass es mich auch nur gewundert hätte. Juliane! Nein, nein, lass nur. Ich kann mich gut allein bedienen. Juliane, hör doch, bitte! Noch etwas? Ich komme sofort. Ich werde es dir erklären. Juliane! Juliane! Na schön. Wie du willst. Sie hörten Mordgespinst von Hans Nerth. Die Personen und ihre Sprecher waren Walter Müßler, Karl Radatz, Juliane, Lieselotte Rau, Klaus Ringmeister, Harry Wüstenhagen, Kriminalhauptkommissar Wittstock, Lothar Dietrich, Vorsitzender Henning Schlüter, Taxifahrer Manfred Grote, Dr. Konrad Engels, Friedrich W. Bauschulte, Ratze, Gerd Dufner, Gellert, Rolf Schult, Sekretärin Christine Hölzle. Regie führte der Autor Hans Nerth, eine Produktion des Senders Freies Berlin 1975.